Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Heute geht es um eine neue Waffenkategorie, die uns eventuell schon in Season 9 erwarten könnte. Es geht um Cross Progression. Da habe ich neue Informationen. In den letzten Videos werde ich sehr oft gefragt, gibt es neue Informationen? Cross Progression. Cross Progression, wer nicht weiß, was das ist. Wenn du einen Account auf der PlayStation hast und hast Bock jetzt auf einmal auf PC, Switch oder Xbox zu wechseln, dass du eben deinen Account auf diese andere Plattform rüber switchen kannst. Ganz zum Schluss diese Information. Was habe ich noch? Und es wird demnächst einen Teaser auf Olympus geben. Was heißt demnächst? Der wird Ende April tatsächlich sein. Und dieser Teaser könnte ein bisschen Aufschluss darauf geben, dass tatsächlich zwei Maps entweder geupdatet werden, sprich Olympus könnte ein fettes Update bekommen, da aber World's Edge aktuell noch inaktiv ist und wahrscheinlich für den ganzen Rest der Season 8, vielleicht werden wir in Split 2 doch überrascht und World's Edge kommt wieder, glaube ich aktuell aber nicht dran. Die meisten denken nämlich inklusive mir, dass eigentlich World's Edge ein fettes Update bekommt. Das scheint noch gar nicht so sicher zu sein. Warum? Den Teaser zeige ich euch gleich, wie der aussehen soll. Ist so ein bisschen ähnlich wie das Flugschiff, das wir in der letzten Season schon hatten. Also dieses abgestürzte Flugschiff, meine ich, auf Kings Canyon. Da tauchen auf World's Edge, nee, auf Olympus, so rum, nämlich auch noch welche auf. Wir fangen erstmal mit einer neuen Waffenkategorie an. Sehr interessant. Es gab vor kurzem einen Deathstream. Und der Deathstream ist kurz danach, als der online war, wieder offline gegangen. Ich gehe mal davon aus, dass die wahrscheinlich Einzelheiten verbergen wollten, weil sie haben mal wieder einen Fehler gemacht. Man hat in diesem Deathstream gesehen, wie gerade dieses Attachment, also dieses Visier, aufgehoben wird. Und ihr seht ja, drunter, da steht ja dreimal Ranger-Visier, dann steht die Waffenkategorie Sniper, LMG, Assault Rifle und jetzt kommt die letzte Kategorie, Marksman. Eine völlig neue Waffenkategorie. Bevor ich euch sage, was Marksman zu Deutsch bedeutet, gibt es auch schon Leaks, deutsche Leaks in den Gamefiles, anderssprachiger Waffen oder ein anderssprachiger Waffenausdruck. Marksman habe ich vor kurzem was drüber gesprochen. Ursprünglich dachte man, dass eigentlich Marksman ein Hop-Up für die Sentinel sein könnte. Da gab es eigentlich auch schon Leaks, Textleaks, was der Marksman-Aufsatz für die Sentinel kann. Und zwar, wenn du mit dem Marksman-Aufsatz und der Sentinel einen Schuss triffst, ist der Folgeschuss schneller bereit und du kannst schneller schießen. So ursprünglich. Vielleicht gibt es ja auch ein Attachment, was so heißt, also ein Hop-Up. Weiß man nicht, aber es soll wohl allem Anschein nach tatsächlich eine neue Waffengattung sein. Und auch für den Bogen, für den Compound Bow, schweres Wort, da kamen ja in Season 5 die ersten Bilder. Jetzt sind endlich mit dem letzten Update Sounds zu diesem Bogen aufgetaucht. Die spare ich mir jetzt, die habe ich jetzt hier nicht reingepackt. Ich habe sie alle gehört. Man hört, wie die Pfeile zum Beispiel an dir vorbeischießen. Der Bogen soll zum Beispiel auch zwei verschiedene Pfeilarten haben und verschiedene Schussfrequenzen bzw. Schussmodi, sage ich jetzt einfach mal. Und man hört in diesen Soundfiles, wie die Pfeile auf verschiedenen Untergründen, Glas, Wasser, Gras, Sumpf, hast du nicht gesehen, einschlagen oder wie sie halt an dir vorbeipfeifen, wie so ein Pfeil halt. Klingt sehr interessant, habe ich mir aber für dieses Video heute gespart. Bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt. Könnte auch sein, dass in Season 9 auch der Bogen kommt. Das ist alles noch ein bisschen unsicher und es kann auch tatsächlich sein, weil Respawn selber gesagt hat, in Season 9 soll es richtig einschlagen. Es kann sein, dass da mehr Großes geplant ist, als wir vielleicht vermuten. Unter anderem eben der Arena-Modus, vielleicht wirklich mal zwei Waffen, eine Legende. Das wäre mal eine richtig, richtig fette Sache. Kommen wir nochmal zurück zur Marksman. Es soll eine Mischung aus einem Sturmgewehr und einer Sniper sein. Für mich ist das eigentlich so eine Waffe wie die G7, die ursprünglich übrigens mal zu den Sniper-Waffen gehört hatte. Wer das nicht weiß, wurde dann auf die Assault Rifles umgeswitcht. Also ich sehe zwischen Sniper und Sturmgewehr eigentlich sowas wie die 30-30 Repeater oder die G7. Könnte ich mir vorstellen, dass es eine komplett neue Waffe ist, die vielleicht in derselben Feuerrate wie die G7 oder die Repeater im automatischen Feuermodus schießt. Das ist jetzt zum Beispiel sowas, was ich mir vorstellen könnte. Oder wie die EVA zum Beispiel im vollautomatischen Modus. Das ist so meine Theorie, was da kommen könnte. Und es sind auch schon in den Gamefiles Sachen aufgetaucht über die Aufsätze vom Marksman. Der Laufstabilisator, der Schaft und natürlich ein Visier. Viel mehr steht bis jetzt nicht drin.
Bogen habe ich euch gesagt. Kommen wir zum Olympus-Teaser. Achso, nee, vorher wollte ich euch das noch zeigen. Weapon-Kategorie, Marksman, Name, haben wir einmal in Russisch, einmal auf Deutsch Präzisionswaffe und, naja, das letzte muss ich nicht vorlesen, wahrscheinlich Portugiesisch oder Spanisch. Ich gehe ja von Spanisch aus. Spielt hierfür keinen Leierkasten. Auf jeden Fall in die Kommentare, was haltet ihr von einer neuen Waffengattung? Neue Waffen bringen sowieso immer mehr Schwung ins Spiel. Und viele schreiben übrigens, Real Talk by the way, jede Season eine neue Legende, wo soll das noch hinführen? Das wird doch viel zu viel. Also ich wäre auch dafür, lieber weniger dafür gute Legenden, gebalancete Legenden. Habe ich lieber weniger? Ja, dafür mehr Waffen. Wenigstens jede Season eine neue Waffe, das wäre schon sehr, sehr nice. Jetzt kommen wir zu diesem Olympus-Teaser. Dieser Teaser soll am 25.04. sein. Ist relativ spät, das ist ungefähr 1-2 Wochen bevor Season 9 startet. Und dieser Teaser ist ungefähr so ähnlich wie der Teaser, den wir letztens hatten, wo wir jetzt auf Kings Canyon den neuen Spot Crash Site haben, wo dieses Schiff abgestürzt ist. Nur sollen hier 9 solcher riesen Flugschiffe auf Olympus auftauchen. Und nun gibt es aber noch gar keine exakten Informationen. Wird jetzt nun Olympus geupdatet oder World's Edge? Vielleicht beide. Kommt World's Edge einfach nur wieder? Wird es in jeder Season so sein, dass eine Map immer deaktiviert ist und wir immer nur eine 2er-Map-Rotation haben? Finde ich sehr, sehr mager. Ich finde, eine ordentliche 3-Map-Rotation wird auf jeden Fall mehr Schwung ins Spiel bringen. Auch hier gerne eure Meinung in die Kommentare. Und was auch zurückkommt, ist Mirage Voyage auf Olympus. Und habe ich vorhin bei Walter Guttem gesehen, er meint, es könnte tatsächlich sein, dass das Mirage Voyage Schiff sogar auf Olympus abstürzen könnte. Klingt erstmal sehr interessant, habe ich vor einiger Zeit auch darüber berichtet, dass ich weiß, dass es auf den verschiedenen Maps immer mal einen Halt macht und dann wieder verschwindet. Aber vom Absturz höre ich heute zum ersten Mal. Und was auch natürlich ein Indiz dafür ist, dass Olympus die nächste Map ist, die geupdatet wird. Das kam kurz zum Release von Olympus überhaupt, hieß es schon, dass das eine Transformationsmap ist. Irgendwann mal andere Farben, an bestimmten Spots irgendwelche anderen Sachen. Ich habe dazu leider nicht viel mehr detaillierte Informationen, aber es klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und ich gehe mal davon aus, jetzt habe ich über alles gesprochen. Lasst mich in den Kommentaren einfach mal wissen, was ihr davon haltet. Marksman finde ich sehr interessant, eine neue Waffengattung. Den Bogen finde ich nach wie vor eine ultra, ultra geile Geschichte. Auch die Munitionsart wurde schon gesehen. Das Icon soll übrigens rosa sein, also Magenta, so wie bei der Telekom soll das sein. Und zwei verschiedene Pfeilarten hatte ich auch schon mal drüber berichtet. Wird auf jeden Fall sehr spannend. Bleibt auf jeden Fall am Start, wenn ihr nichts verpassen wollt rund um Apex Legends. Kanal abonnieren, völlig kostenlos natürlich. Daumen dem Video nach oben da lassen, würde ich mich natürlich auch sehr, sehr drüber freuen. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Das war es jetzt von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.